Lebens. Novalis mal gesagt. Und hier ein Schlüsselerlebnis für die Bauer dieses Feldes. Schönes Gefühl für die dabei zu sein, zu sagen, ich bin Weltrekordler. Denn das macht man ja auch nicht alle Tage, dass man bei einer solchen Aktion dabei ist und dann nachher sagen kann, wir haben es gemeinsam geschafft, ein Weltrekord. So, das ist hier noch einmal der Rückblick auf eines der ersten Objekte. Und dann kommen wir gleich zu den vielen Köchen, die den Brei verderben. International spricht man da auch mal von der Suppe. Und wir werden jetzt zunächst einmal die Zutaten sozusagen sehen, nämlich Fisch, Karotten, Pfeffer, Salz, Hähnchen, Tomaten. Und anschließend werden die Köche das Ganze zubereiten, das alles schön miteinander vermengen. Und dann ganz am Ende werden Sie erleben, wenn denn doch zu viele Köche mit an der Suppe am Brei kochen, dann gibt es ein Problem. Aufgepasst, am Ende des Bildes 42.700 Steine. Und wenn dann gleich das Problem entsteht, dann meldet sich auch Linda. Wenn Probleme kommen, geben wir heute ab an Linda. So sind wir. Ich möchte es verraten. Viele Köche verderben den Brei. Unsere Köche werden am Ende in den Topf fallen. Aufgepasst. Er kümmert sich um die Tomaten. Und jetzt fallen sie in den Topf. Linda, mit euch unten geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid nicht mit reingefallen in den Topf. Tja, offenbar ist Linda doch mit in den Topf reingefallen. Ich hab's nicht gesehen, aber eigentlich sollte sie sich an dieser Stelle melden. Hier sehen Sie nochmal, wie die Aorta weiterläuft. Für mich ist das das schönste Geräusch. Das ist ja wie eine Sinfonie für alle kleinen und großen Kinder, dass dieses Geräusch einmal im Jahr erklingt, dieses Klackern. Und hier läuft schon das wohl berühmteste Pendel der Welt. Das kennen Sie, wenn Sie den Domino-GT kennen. Wir sind gleich wieder da. Sie verpassen nichts, denn nach der Werbung erst soll das Pendel den nächsten Dominostein anstoßen, den Sie jetzt hier im Bild sehen. Und Linda ist in der Nähe des Pendels. Linda! Raus aus dem Topf! Ja, die Frage, klappt es oder klappt es nicht mit dem Rekord, lässt sich jetzt vielleicht schon etwas besser einschätzen. 10.000 Euro können Sie mit dem richtigen Tipp gewinnen und die Nummer sind 01379 70 700 und dann die 1 für ja, es wird ein neuer Weltrekord. Und wenn Sie nicht daran glauben, dann wählen Sie die gleiche Nummer mit einer 2 am Ende. Das Pendel pendelt jetzt in die Werbung und danach gibt es unter anderem das Kopfschmuckprojekt. 111.000 Steine und damit sehr wichtig für den Rekord. Also, bis gleich. Wir sind jetzt auch drin. Willkommen. Sie haben Post. Und hier sind wir wieder mit genau dem richtigen Zeitpunkt. Am Domino Day 2002. Das Pendel hat wirklich genau in dieser Sekunde ihr Orta wieder ausgelöst. Hier sind wir wieder mit dem heute führenden Kulturkanal im deutschen Fernsehen, RTL. Ich glaube, Arte sendet heute Schwarzbell. Domino Steinzeit, das heißt Kulturzeit, das heißt, das Niveau wird gehoben. Auch beim nächsten Feld wollen wir etwas lernen. Friesisch und Tradition heißt das Motto. Und hier geht es um diesen Zeitraum von 5 Jahren. Denn vor genau 5 Jahren waren wir auch hier in Leeuwarden. Damals feierte Friesland sein 500-jähriges Bestehen. Friesland ist ja berühmt für seine Wassersport-Tradition. Jährlicher Höhepunkt ist das Skytjeseelen, eine Regatta von Plattbodenschiffen, die hier früher als Handelsschiffe dienten. Und das wurde gerade hier mit 22.824 Steinen vorgeführt. Aussehen und Anschein, das nächste Sprichwort. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Über 100.000 Steine fallen. Und man sagt auch in Frankreich, es sind nicht alle Ritter, die auf ein Pferd steigen. Und das ist auch so ein kleines Pferderennen, was wir hier erleben. 29 Meter lang die Strecke. Die ersten 6 Reiter, Ritter, die sind sichtbar. Danach erscheinen andere Reiter. Polizei zu Pferde, Nikolaus, ein Polospieler, ein Cowboy, Indianer und Springreiter. Und der letzte
könnte Amor sein. Das Pferd, das er wird, ist, glaube ich, der 5-jährige Wallach von Uli Potowski, Askant. Ein großartiges Pferd. Danke, Wolfram. Letzte Saison ist Askant sehr, sehr gut gelaufen, Uli. Kann man nicht anders sagen. Gut, dass wir hier ein bisschen über Galopprennen sprechen und nicht über Kugelfische oder so etwas. Jetzt kommt wieder ein sehr, sehr schönes Motiv und da will ich Ihnen jetzt schon mal ein kleines Geheimnis verraten. Wir werden Porträts sehen. Achten Sie mal auf das Porträt mit der Nummer 4. Das ist nämlich Hendrik Weyers. Das ist der Ur-Ur-Urgroßvater von Robin Paul Weyers, dem Erbauer dieses Domino-Parcours. Hier geht es um das Sprichwort, nicht jeder, der einen Bart trägt, ist schon Prophet. Aus dem Niederländischen übertragen. Und hier sind sehr, sehr viele große Geister mit Bärten abgebildet. In der Mitte aber ein Ziegenbock, denn es gibt auch das Sprichwort, hier wäre der Bart alles, sollte der Ziegenbock predigen. Pavlov ist dabei, der Mann, der den Pavlovschen Reflex gefunden hat. Sigmund Freud ist dabei. Der, also lauter Leute, die für dein persönliches Wohlbefinden auch wichtig waren. Wie der Ziegenbock. Genau. Sigmund Freud hat ja mal gesagt, der Verlust von Charme ist, das erste Anzeichen von Schwachsinn. Wusstest du das? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Eine gewisse Schamlosigkeit macht sich hier bei dir breit, muss ich sagen. Wolfram, das war jetzt wieder unter der Gürtellinie. Wir wollen das Niveau wieder heben. Und nie wieder, dass wir hier bei Arte sind. Du siehst mich auf den Knien. So, wir sind schon wieder unterwegs zu Hörnern und zum nächsten Sprichwort. Ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht so bekannt. Das heißt, es sind nicht alle Jäger, die das Horn gut blasen, aber wir hören sie schon. Ein Feld mit viel Krach. Ich habe mir sagen lassen, dass wir noch häufiger diese Hörner hören. Sehr schönes Feld. Ja, aufgebaut. 51.393 Steine sollen fallen. Was mich bislang irritiert, es geht wirklich unglaublich glatt. Alles fällt, wir haben es auch gerade gesehen bei unseren Anrufern. 89% sind der Meinung, es gibt einen neuen Weltrekord. Und jetzt entsteht, wie wir das so oft erleben, ein völlig neues Bild. Man muss dazu natürlich sagen, dass hier alles glatt läuft. Am Ende kann sich heute alles noch in eine ganz andere Richtung entscheiden. Denn Sie wissen, ganz am Ende steht ein Feld mit über 1 Million Steine. Wenn dieses Feld nicht fällt, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Das heißt, bis zum Ende bleibt es spannend, auch wenn hier alles glatt läuft. Ganz am Ende das größte Feld, das es jemals gegeben hat. Und Sie sehen, hier bleiben auch einige Steinchen stehen. Die Notare sind ja schon in der Halle, zählen jetzt schon mit. Die haben alle Felder vorher mal abgezählt. Und während dieser Dominoné läuft, zählen die schon mit 20 Helfern mit, was stehen geblieben ist. Und jetzt gibt es nochmal richtig Krach, wie versprochen. Da freuen sich die Aufbauer. Das hat perfekt funktioniert. Nochmal, die Zahlen heute stehen oder standen hier insgesamt 4 Millionen Steine. Der alte Weltrekord 3.540.562. Also da darf wirklich nicht viel stehen bleiben. CNB haben Sie da lesen können. Schein und Sein. Und wir kommen jetzt zu dem Kopfschmuck mit 104.577 Steinen. Da geht es um eine spanische Redewendung. So ein bisschen übertragen. Beeindruckender Anblick, aber ansonsten wenig zu bieten. Große Klappe, nichts dahinter. Und hier geht es eben darum, dass man sich da einen riesen Kopfschmuck aufsetzt, der wunderschön aussieht. Aber das ist eben nur Verpackung. Das Feld ist eines der größten von seiner Fläche her und völlig symmetrisch. Beginnt beim Gesicht eines Mannes, danach kommt das Kopfband, das haben Sie gesehen, dann kommen die Ohrringe, die aus zwei Schalen mit jeweils einer Kugel bestehen und anschließend fallen dann die Federn von innen nach außen, wenn es denn funktioniert. 104.577 Steine sind in diesem Projekt Kopfschmuck aufgestellt worden. Das alles riskante Konstruktion. Uli, du warst ja in der Werkstatt. Wird das alles dort auch genauso getestet? Es ist unglaublich. Das ist wirklich wissenschaftlich zu nennen, was die
Jungs da machen unter der Anleitung von Herrn Weyers. Das wird alles ausprobiert, bis ins kleinste Detail, manchmal hundertfach getestet. Und trotzdem kann es natürlich immer wieder an einem solchen Abend passieren, dass es vielleicht einen kleinen Materialschaden gibt oder was auch immer. Und dann funktioniert es halt nicht. Aber bislang, muss ich sagen, sieht es hier wirklich fabelhaft aus. Aber das mit dieser Kugel hier ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Idee gewesen. Die kommt auch vom Timing genau richtig und löst dann im Außenring die Federn aus. Das Motiv ist gefallen. Der Kopfschmuck ist mit 104.577 Steinen gefallen. Und wir sind unterwegs zu einem weiteren Sprichwort, das da heißt, große Parade und 10 Soldaten, immer noch unter der Überschrift Schein und Sein, nach dem Motto, da gibt es eigentlich gar nicht viele Soldaten, keine große Armee, und trotzdem versucht man eine große Parade durchzuführen. Und Sie sehen es hier in den Gesichtern unserer Bauer, dass sie ganz gespannt sind, ob diese komplizierte Technik denn auch funktioniert. Es sind Federn dabei, die werden aktiviert und die sollen dann die Flaggen nach oben ziehen, damit man die Parade auch abhalten kann. Und jetzt wird es hier militärisch. Es spielt die Big Band der Bundeswehr und es sollen über 20.000 Steine fallen und die Flaggen sind oben. Funktioniert. Große Parade und 10 Soldaten. Und Sie sehen es. Ein weiterer Anstoß für die nächsten Steine durch die Flaggen und große Begeisterung bei unseren Aufbauern. Sind sie die angesprochenen 10 Soldaten. Und hier sehen Sie es noch einmal ganz wichtig, dass das mit diesen Wendeklappen funktioniert, dass die Gewichte weggeworfen werden und dass die Flaggen dann hochkommen. Das ist natürlich auch ein Show-Effekt, aber wichtig wiederum, dass die Steine dann dort unten links weiterlaufen können. Und das hat ja alles vorzüglich funktioniert. Die Aorta mit 480.288 Steinen, ein wichtiges Verbindungsglied. Jetzt 28.154 Steine, ein sehr, sehr hübschen Feld. Hören Sie mal genau hin, das sind Frösche. Aber das Feld heißt von außen Hui, von innen Pfui. Das ist das Sprichwort dazu. Und das heißt, diese Frösche sehen zwar wunderschön aus, aber Vorsicht, es sind Giftfrösche. Deswegen der fünfte Frosch stößt die letzte Linie an und diese läuft dann weiter zum Feld mit einem toten Kopf, weil diese Frösche eben für Gift stehen, für Lebensgefahr, schön aussehen, aber eben keine echten Freunde des Menschen sind. Und wenn das funktioniert, müssten wir nach dem fünften Frosch dann zum Totenkopf kommen. So, und das ist der größte Frosch, der sitzt dick und fett oben drauf. Und da sehen Sie es. Das ist das Symbol für das tödliche Gift dieser Frösche. Und die Mädels haben Spaß dran. Und das waren genau die, die diese Frösche hier in ganz, ganz liebevoller Arbeit aufgebaut haben. Und die Aorta läuft weiter. Überschrift jetzt gleich, Win and Lose, gewinnen und verlieren. Und wir werden ein sehr schönes Sprichwort haben, das da lautet, jeder Adel hat seinen Tadel. Oder auch, der beste Schreiber macht mal einen Tintenklecks. Jeder Adel hat seinen Tadel, auch der Beste hat seine Fehler. Und am Ende des Feldes wird eine Kugel angestoßen und dann...